Leute, ich glaube, ich spinne. Versteht ihr den Witz? Weil, guck, das bin ich. Ich bin eine Spinne. Ich starte als Araneo. Mein Ziel ist es, Mama Spinne zu besiegen. Diese befindet sich jedoch nicht in ihrer Höhle, sondern in einem Extinction-Gebiet dieser komplett überarbeiteten The Island Map. Genau richtig gehört. The Island ist nicht mehr das, was du kennst. Mit neuen Bereichen und Dinos aus allen anderen Maps. Ach, und hab ich etwa vergessen zu sagen, dass ich mich entwickeln kann? Töte eine größere Spinne und werde zu einer größeren Spinne. Let's go. Hallo, das bin ich, Spider-Man. Wir befinden uns tatsächlich auf der Island, aber die komplette Map ist ein bisschen verändert worden. Und ich starte zwar als Spinne und hoffentlich ende ich auch als Spinne, aber mein Ziel ist es, zu Brutmutter zu werden. Dafür muss ich mich aber erstmal entwickeln. Und der erste Schritt, um mich zu entwickeln, ist mich erstmal in einen Bloodstalker zu verwandeln. Damit ich mich aber zu einem Bloodstalker verwandle, muss ich erstmal... Warum liegt hier eine Leiche? Lol, ich bin sofort überladen. Holy fucking shit, what the fuck ist das? Ich muss mich also hochentwickeln. Muss erstmal zum Bloodstalker werden, dann zu Brutmutter. Aber auf dem Weg dorthin habe ich mir eine kleine Challenge gegeben, nämlich, ich kann die Map jetzt nicht öffnen. Warte mal, ihr seht, die Map sieht komplett anders aus. Ich muss erstmal durch die Griffenschlucht gehen, die direkt vor mir ist, da vorne. Dann zum Bloodstalker werden, muss ich den kompletten Weg überqueren bis ganz oben rechts, wo sich der Extinction Part befindet. Und die Brutmutter, die ich besiegen muss. Yes, so viel dazu. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, ob es jetzt spannend ist, wirklich ein Gameplay als Spinne. Weil ich kann nicht springen, ich kann wenigstens angreifen, aber ich habe einen Spider-Shot. Da freue ich mich am meisten irgendwie drauf. Einfach Leute anspucken. Mache ich in der Realität auch immer. Ich bin halt ein Spinner. Du bist ein Pretty Boy, oder? Ich habe kaum Stamina. Aber ich möchte einmal kurz was ausprobieren. Oh mein Gott. Level 5er Noob. Ich bin Fleischfresser, yes, ich kann mich forcefeeden, das ist richtig nice. Beim Bloodstalker bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Kann man den mit Fleisch einfach forcefeeden? Okay, die Griffin-Schlucht war tatsächlich viel einfacher, als ich gedacht habe. Aber auf der Map gibt es viele neue Sachen, die man noch nicht gesehen hat. Falls wir die ganze Map einmal erkunden sollen, vielleicht als komplettes Video Fokus darauf, gleich mit einer kleinen Challenge oder sowas, dann sagt Bescheid. Schreibt's in die Kommis. Aber für heute haben wir gar keine Zeit, das alles zu machen, denn ich habe mir einen Timer gestellt. Oh, hab ich nicht. Ich habe mir keinen Timer gestellt. Ich hab's verkackt. Jetzt habe ich mir den Timer gestellt. Ich habe mir 5 Minuten Debuff gegeben. Eigentlich wollte ich das alles innerhalb einer Stunde schaffen. Mittlerweile habe ich jetzt auf 55 Minuten gesetzt, den Counter, weil ich bin ja schon ein bisschen vorangekommen. Ich habe mehr Beine und mehr Muskelkraft. Wobei, genau genommen, haben Spinnen Muskeln? Keine Ahnung. Aber ich bin definitiv der stärkere Krabbelfiech. Look at this. Und nochmal. Oh, okay. Das ist gefährlich, wenn er mich damit trifft. Die Viecher sind immer under the low. Ich vergesse immer, dass ich so spiele. Auf Speedrunner-Settings. Und da vorne ist es. Das weiß ich ganz genau. Oh mein Gott, das ist First Person. Das sieht so köstlich. Oh Gott, ich hasse diese Sicht. Diese ganzen Härchen an den Beinen. Ja, klar. Ich habe mich nicht rasiert. Wait a second. Kann der Spinne überhaupt schwimmen? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich laufe oder schwimme. Ah doch, ich schwimme. Okay, never mind. Irgendwelche gefährlichen Dinge hier? Egal, dann hat mich, glaube ich, gesehen. Oh. 2 Stück. Einen Moment mal. Oha. Drop it like it's hot. Also trinke ich hier gleich noch. Jetzt habe ich zwar mein ganzes Fleisch und sowas gedroppt, aber ich kann einfach an Land gleich irgendwas töten. Hauptsache, ich bin nicht irgendwie overweighted im Wasser. Ich mag das nicht. Und wisst ihr warum? Man sollte nämlich nicht schwimmen gehen, wenn man was gegessen hat. Das macht ihr die Verdauung nicht. Ich wette, das haben euch eure Eltern auch erzählt. Wenn nicht, dann ist das jetzt mein Job gewesen. Lol, warte, ich kann als Spinne eigentlich nicht springen. Aber wenn ich so aus dem Wasser rauskomme... ist sie gerade noch gesprungen? Yes. Ich sehe jetzt gerade, ich habe 420 Stamina. Ihr wisst, was das bedeutet, Leute. Das wird ein High-Quality-Gameplay hier. Wie ihr schon realisiert habt, wenn ich da vorne nach einem Bloodstalker suche, den es normalerweise nicht auf dieser Map gibt, genauso wie diese 2 Bäume da oder die Griffin-Schlucht oder viele anderes auf dieser Map. Wenn ich das gerade hole, bedeutet das, dass es nicht nur Sachen auf der Map anders sind, es bedeutet, dass auch Kreaturen auf der Map sind, die normalerweise nicht hier sind. Und soweit ich, glaube ich, dran denken kann, ist, glaube ich, jede einzelne Ark-Kreatur auf dieser Map, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich hole mir mal eben kurz Fleisch. Perfekt. Aber wir nähern uns gleich schon das erste Problem, Leute. Denn
Ich kann nicht springen, ich kann nicht klettern und die Blotstacke befinden sich da oben. Ich muss also eigentlich Glück haben, dass irgendeiner vielleicht runterfällt oder mich irgendwie haben will, damit ich ihn töten kann, um mich dann in ihn zu verwandeln. Ursprünglich wollte ich sowas mal mit der Players a Dino Mod machen, aber die Mod spackt bei mir rum und funktioniert irgendwie nicht. Egal wie oft ich sie deinstalliere und installiere oder arg deinstalliere und installiere. Meine Stamina geht immer wieder low. Ah ne, das ist meine persönliche Stamina. Da, yep. Ihr seht, ich bin immer noch Mr. Korolev, wie vom letzten Video. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut rein. Da war ich ein bisschen sus unterwegs, um die Brutmutter zu klappen. Und jetzt klatsche ich die auf eine andere Art und Weise. Und ich krieg voll Damage, wenn ich hier runterspringe. Wird das viel sein? Wie viel AP habe ich? Okay, ich werde es auf jeden Fall überleben. Oh yes, ich krieg voll Damage. Ich kann es aber instant wieder hochrennen, indem ich einfach Fleisch esse. Ich habe mir gar nicht so viel Fleisch geholt. Hat gerade mal gereicht, um mich voll hochzumachen. Wohin ist ein Teri? Noch einmal kurz Kraftcheck. Kommt er durch den Baum durch? Guck mal, wie slow da auch ist. Was Fernkampf angeht, habe ich gerade somit das perfekte Tame. Holy shit. Nee, der Fernkampf ist aber wirklich nice. Du slowst und machst guten Schaden damit. Das Problem ist, ich bin einfach so unmobil und ich komme da halt nicht hoch und muss jetzt irgendwie hoffen, dass vielleicht irgendein Viech hier unten ist. Oh mein Gott, wenn ich nach oben gucken will, gucke ich in den Arsch vom Spinne. Please. Ein Sumpf ist nicht gut. Ist gefährlich hier. Ja, das kann wirklich zum Problem werden. Also entweder habe ich Glück und ich finde jetzt was, indem ich einfach um die zwei rumgehe, oder ich muss tatsächlich irgendwie warten, bis was passiert und sie sich vielleicht runterbacken, runterfallen, hier unten was angreifen. Wie soll ich die runterbaiten als Spinne? Ist ja nicht so, dass sie mich angucken und denken, das ist mein Kind, ich muss zu ihm. Und ich kann von hier unten auch, glaube ich, oben gar keinen erst sehen. Wäre cool, wenn ich dann sowas machen könnte und ihn einfach abschießen. Aber ihr seht ja, wo ich hingezählt habe und wo es hingeflogen ist. Oh lol, hier ist ein Haus? Warum ist hier ein Haus? What the fuck, hier ist normalerweise nie ein Haus. Eine Schreckhöhle? Eine Schreckbude? What? Kann man da rein irgendwie? Oder reingucken? Kann ich mich da rein glitschen? Oh, ich kann so durchgucken. Die Hütte ist leer. Was eine Enttäuschung. Sieht aber cool aus, dass sowas einfach hier in so einem Sumpf rumsteht. Vor allem im Wasser drin, damit habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet. Da vorne ist ein Bloodstalker, ich glaub's nicht. No way, ich dachte, ich hätte kein Glück. Komm her. Oh mein Gott. Easy. Easy zum Bloodstalker. There we go. Wir sind Bloodstalker. Oh mein Gott, Alter, das war jetzt doch schneller als gedacht. Ich habe noch 43 Minuten Zeit. Ich krieg das als Speedrun hin, Alter. Ich krieg das richtig als Speedrun hin. Aber jetzt duck ich halt komplett hier fest. Und der kann auch hochklettern. Und das Geilste ist einfach das Movement. Ich liebe es. Oh lol, guck mal, was da unten gerade fliegt. Das Teil habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Nachdem es da ist. Da. Meint, ich kann es töten? Let's go. Warum mache ich so viel fucking Schaden? Was habe ich angerichtet? Komm mit mir. 6900% Schaden. Level 90er Bloodstalker mit 9000 HP. Oh my gosh, ich kann auch noch so viel schleppen. Ich habe das Ding gewone-shottet. Ist in den Niederlanden gibt es einfach so eine Billow-Variante von Powerade und die heißt einfach Aquarius. Der blaue ist okay. Der rote ist weird. Warum laufe ich jetzt hier am Boden entlang? Obwohl ich eigentlich mich so schwingen könnte. Oh nee. Also ich habe noch nicht den Dreh raus. Aber es hat ein bisschen was von damals Spider-Man 2 auf der PlayStation 2. Und das ist da hinten. Ihr seht, dass hier ein paar Sachen anders sind. Hier da sind rote Bäume, die normalerweise nicht sind. Da fliegt auf einmal eine Insel. Hier fliegen überall so ein paar Inseln, die hier normalerweise nicht sind. Komm. Hä? Eigentlich jetzt. Yes. Oh yeah, ausgesaugt. Und jetzt ist es dunkel wie sonst was. Perfekt. Parallel auf dem zweiten Monitor sieht das gar nicht so schlimm aus. Da sehe ich noch ein bisschen. Aber auf dem, wo ich gerade spiele, sehe ich nur den Himmel. Der Rest ist schwarz. Komme ich da oben ran? Oh mein Gott, ich komme. Ich bin Spider-Man. Nee, warte mal. Spider-Man ist ein Mann, der eine Spinne ist. Ich bin ja eine Spinne, die eigentlich ein Mann ist. Ich bin die Man-Spider. Oh, was gibt's denn hier oben? Gamma Gamma 4. Nur kurz. Zum Inspektionieren hier der Map oder nicht? Inspizieren, inspektionieren. Hä? Mein Deutsch war noch nie gut, aber manchmal wird es schlechter. Teleports. Oh, was steht da oben? Das sind Namen von Spielern, Creatern oder sowas, glaube ich. Ist das deren Altar, wer alles so dran gearbeitet hat? Guck mal hier. Shario YouTube. Okay, okay. Jetzt habe ich erstmal Werbung für andere Leute gemacht. Ich glaube, den Namen habe ich schon irgendwo mal gelesen bei einem Video, was mir vorgeschlagen wurde. Ich mache jetzt was Cooles. Pass auf.
Zack. Oh, never mind. Und zack. Das war nicht so cool, wie ich gedacht habe. Ach, never mind. Ich kann damit noch nicht so gut umgehen. I'm falling. Muss dahin. Guck mal, das ist auch anders gemacht hier. Die ganze Map wurde einfach überarbeitet. Eigentlich habe ich richtig Bock zu exploren. Aber ich glaube, das mache ich dann nicht so, sondern irgendwie in einer mehr survival-mäßigen Art und Weise. Oh, mir fällt da was ein. Ist mein Geheimnis. Kann ich euch jetzt nicht erzählen, aber ich habe eine coole Idee. Hier, meine Freunde, sollte sich irgendwo die Brutmutter befinden. Zumindest war sie das vor ein paar Minuten, als ich sie dort gespawnt habe. Vor der Aufnahme. Goddammit. Aber wir sind extrem schnell. Viel schneller, als ich gedacht habe. Ich dachte, mit einer Stunde setze ich mich für vielleicht so ein Ziel, weil es schwerfallen wird, einen Bloodstalker zu finden, aber überhaupt nicht. Aber ich sehe nirgendwo eine fette Brutmutter. Also vielleicht wird das Problem eigentlich sein. Ich kann hier so lange Spider-Man spielen, wie ich möchte. Ich glaube, die wird nicht auftauchen. Doch, da hinten! Ich sehe eine Livebar. Da ist die Brutmutter. I saw you, boy. I saw you. Und ich höre dich auch. Okay, es ist Zeit. Jetzt wird geklappt. Die letzte Evolution steht genau vor uns. Jetzt stellt sich nur eine einzige Frage. Wer spinnt hier am besten? Hallo, die hat ja auch noch kleine Minimis von früher. Da gehe ich einmal reinbeißen. Oh mein... Let's do this. Kann ich die so ranziehen? Nee, ne? Schlag sie. Schlag sie. Schlag sie. Oh mein Gott. Ich schlag nicht, ich stacke. Du kommst jetzt her. One by one. Und ich muss mich erstmal hier einmal kurz aufsaugen, okay? Wird bitte wieder rot. Warum ist die weiß und die anderen sind rot? Ach, mit C, Alter. Ich habe die ganze Zeit X gedrückt. Ich bin stupid manchmal. Junge, lass mich durch. Und da kommen nur noch mehr. Bam. Oh, ich mach übelst den Schaden. One man army, ey. Okay, das ist jetzt nicht so spektakulär, IC. Überhaupt nicht spektakulär. Ich muss aufhören, auf Speedrunner-Settings zu spielen, Alter. Die ganzen Speedrunner sind doch eine Witznummer. Let's go. Das war's. We got this. Bam. Tod. Besiegt. Das bedeutet Final Evolution. Look at me, my friends. Ihr kommt jetzt alle so angetanzt, aber... Oh, nee. Passt auf, Alter. Ich bin nämlich eure Mami. Sagt Hallo zu eurer Mami. Ganz oben in der Nahrungskette der Arachnoiden, würde ich sagen. Dann spucke ich erstmal darauf. Wie das andere, nur ein bisschen cooler. Diese First Person ist nochmal cursed als die andere, einfach nur, weil ich sehe nur meinen fetten langen Horn. Also, one last kill und... Gute Nacht, everybody. Obwohl, warte, ich möchte jetzt einfach noch sehen, wie schnell ich als Brutmutter eine andere Brutmutter töten kann. Gamma-Brutmutter. Gegen Beta-Brutmutter. Das Ding ist, die hier skaliert halt nicht mehr. Die hat einen Special-Angriff. Den habe ich auch. Aber wir machen kaum Schaden. Oh mein Gott. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wer mehr Schaden macht. Jetzt komm doch mal wieder zurück. Was willst du eigentlich? Ich hatte nur einen Angriff, in dem ich hier Schaden machen kann. Und die will immer wieder weglaufen. Beziehungsweise die läuft immer wieder weg. Komm, geht mir aus dem Weg. Ich komme nicht hinterher. Ich habe nicht so viel Stamina. 150 Stamina. Okay, der Fight ist super spannend. Hello there. Also Leute, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass egal wie lange dieser Fight hier dauert, ich habe erst so viel HP verloren, ich kann mich gegen healen, währenddessen die gegnerische Brutmutter schon fast Half-Life ist, also würde sie höchstwahrscheinlich sterben. Nein, sie würde definitiv sterben und deswegen fühle ich mich gezwungen, den Leid zu beenden. Komm dich nicht so zusammen. Wir wissen alle, ich habe gewonnen. Tja, an der Spitze der Nahrungskette. I'm leaving. Genauso wie diese ganzen Viecher hier. Haut ab, liked mein Video. Los. Und jetzt friss von der Leiche. Oh yeah. Kotz alles voll.